41 Jahre alt, die sich vorgestellt hat mit einer seit zwei Jahren bestehenden Dysphagie, Reflux, Regurgitation und Brustschmerzen mit einem Eckart-Score von 7. Und röntgenologisch zeigt sich bei ihr das typische Bild einer Achalasie mit erweitertem Ösophagus und fehlender Nahrungspassage in den Magen. Es besteht auch am unteren Ösophagusfinkter auch ein erhöhter Druck. Und Sie können sehen in der Impedanzmanometrie den Befund einer Achalasie 2. Bitte das nächste Bild dazu, bei dem der erhaltene Sphinktertonus gut zu sehen ist. Wir sind hier schon mitten dabei und auch was du eben erzählt hast mit dem erhöhten Sphinktertonus im Bereich des unteren Ösophagusfinkter, kann man hier ganz gut nachvollziehen. Wenn ihr mal das endoskopische Bild einblendet, bin ich hier intraluminär im Ösophagus und fahre jetzt hier langsam runter auf den unteren Sphinkter zu. Und hier sieht man jetzt schon auch an der Mucosa links-rechts, die ich trotz starken Drucks, so stark war es die ganze Zeit noch nicht, jetzt richtig das zusammenkneift hier und ich erhöhe den Druck, schiebe das Gerät hier langsam vor und ganz langsam flupp rutscht es irgendwann durch. Ich gucke jetzt hier im Bereich der Z-Linie oder wo diese Krämpfe hier auftreten in dem Bereich, immer einmal auf mein Gerät unten am Mund und messe einmal ab, wie tief bin ich eigentlich. In diesem Fall bin ich ungefähr bei 42 cm. Da sieht man es nochmal schön hier, wie weiß die Schleimhaut wird. Bin ich ungefähr bei 42 cm und wir fangen mit unserem Po im Kanal deutlich höher an, da man hier einen guten Vorlauf hat, und zwar ungefähr 10 cm oberhalb. Und da gehen wir jetzt zurück und da haben wir schon begonnen und haben hier bei 32, 33 cm vorderwandseitig den Zugang geschaffen, haben uns das unterspritzt und uns hier reingetunnelt. Und jetzt gehe ich hier langsam in den Tunnel rein und wir sehen hier rechts die Muscularis und hier links rüber die Mucosa. Und hier arbeiten wir uns ganz nah an der Muscularis entlang und kontrollieren jetzt immer wieder am Gerät, wie tief wir ungefähr sind. Und ich bin jetzt hier bei 40 cm und jetzt führe ich ein das Triangle Tip Knife. Einmal rausfahren, dass wir es mal schön sehen. So ist es aufgebaut. Und das ist die neuere Variante davon mit einem eingebauten Spülkanal. Mach nochmal zu. Und ich habe hier unten einen ganzen Haufen an Pedalen. Und das eine ist ein Spülansatz für das Messer. Und nun kann ich das Messer mir etwas hier in den Submucosa-Spalt reindrücken und kann injizieren. Dadurch habe ich diesen Wechsel zu einer Nadel nicht mehr. Jetzt kommen wir hier zu dem ersten Gefäß. Vermutlich von der Größe gerade noch so, dass ich das auch mit dem TT-Knife hier behandeln kann. Und habe mir hier einfach einen Soft-Cork aufs Gerät gelegt. Genau, wir sind jetzt hier bei den Sphinkter darüber, zumindest gefühlt. Wie gesagt, so hundertprozentig sicher sein kann man immer nicht. Man kann sich das, wie gesagt, an verschiedenen Stellen darstellen. Es war aber doch noch ganz schön eng und wir haben hier die Kappe gewechselt auf eine Abstandskappe. Und wir zeigen euch jetzt einmal einen Trick, wie man dann tatsächlich zeigen kann, wo man genau ist. Und dafür möchten wir euch bitten, einmal ein zweites endoskopisches Bild einzuspielen von einem Gerät, was Yuki Werner hier neben mir bedient. Wir stehen hier ganz kuschelig zusammen. Genau, ich habe jetzt hier das nasale Gerät, das Olympus XP190N mit dem Durchmesser von 5,4 mm, das Sie heute Morgen ja auch schon gesehen haben. Das ultradünne Gerät, was wir parallel eingeführt haben und wo wir jetzt in der Retroflexion ganz gut die Höhenlokalisation des Tunnels erkennen können. Machen wir das Licht einmal aus, bitte. Und hier leuchtet es eigentlich ganz gut. Wenn man jetzt auf das Bild guckt, ist man doch überrascht, dass man noch relativ weit oben an der Kardia ist und noch gar nicht die 2-3 Zentimeter oder 3 Zentimeter über den Sphinkter hinaus. Das hätte ich schon eher gedacht, dass ich hier in die Tiefe etwas weiter leuchte. Von daher werde ich jetzt hier noch so ungefähr einen guten Zentimeter bis 2 runter präparieren.